Jo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute werde ich Cem Özdemir treffen. Er ist Mitglied bei den Grünen und Bundestagsabgeordneter für Stuttgart. Seit 2013 sitzt er im Bundestag und er hat türkische Wurzeln, weshalb ich ihn heute zum Thema Rassismus und Diskriminierung befragen werde. Ihr könnt natürlich eure Meinung dazu gerne in die Kommentare schreiben und ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Interview. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Herzlich willkommen zurück hier auf dem MSC-Channel. Mein nächster Gast ist Cem Özdemir. Cem, freut mich, dich kennenzulernen. Ebenfalls. Schön, dass du heute da bist. Ich werde jetzt ein paar Fragen stellen. Wenn du bereit bist, legen wir direkt los. Politiker müssen immer so ernst wirken und seriös wirken. Und Spaß ist meistens nicht erlaubt. Mich würde interessieren, geht ihr auch mal feiern? Also gerade in deinem Fall jetzt? Ich komme gerade von der Feier. Nein, das stimmt natürlich nicht. Es kommt vor, ja. Wobei, es ist schon ganz gut, wenn man das eine vom anderen trennen kann und weiß, Laienschauspieler, die Politik machen, ist auch nicht immer gut, siehe Thüringen. Ja, wann war jetzt für dich das letzte Mal, dass du wirklich feiern warst? Also wenn wir es jetzt wirklich auf den Punkt bringen müssen. Kannst du dich noch an die letzte Party erinnern? Ja, also gestern, nachdem alles vorbei war, waren wir mit ein paar Freunden hier noch ein bisschen feiern. Gestern? Aber sehr spät abends. Hier man sieht es mir, glaube ich, auch ein bisschen an. Bei der MSC? Ja. Muss ich kurz gucken, sind die Augenringe? Nee, keine Augenringe. Hast du noch die Liege? Man kann mit Schminke viel machen. Okay, gut. Du bist also auch jemand, der offen ist, der auch, wenn es was zu feiern gibt, ein bisschen rausgeht und feiert. Jetzt kenne ich dich schon was länger und weiß, dass du dich auch für die Legalisierung von Cannabis einsetzt. Und dann habe ich mal ein Video auf YouTube von dir gesehen. Du warst es, der das gesehen hat. Ich habe das gesehen und sehr viele andere auch, wo eine Pflanze auf deinem Balkon steht, eine Cannabispflanze. Und da musst du mir vielleicht mal erklären, wie es dazu kam. Also ganz kurz, die Ice Bucket Challenge, die es damals gab für die ganz schlimme Nervenkrankheit, ging ja rum und man musste innerhalb von 24 Stunden, wenn man nominiert wurde, ich traue mich gar nicht mehr zu sagen, wer mich nominiert hatte, es war ein gewisser Christian Lindner, Okay. Ich glaube, im Nebenberuf Politiker. Und der hatte mich jedenfalls nominiert und ich musste eben mitmachen. Und die Ice Bucket Challenge war aber schon so ein bisschen am Kippen, weil es irgendwann mal jeder gemacht hat. Mhm. Und irgendwie einfach nur einen Kübel mit Eiswasser über mich drüber leeren und dann noch eine Spende war mir zu einfach. Also dachte ich mir, eine Botschaft in der Botschaft ist vielleicht ein bisschen cooler. Und dann habe ich mir diese Pflanze neben mich stellen lassen. Es ist da, wo ich wohne, nicht so ganz schwer, an eine ranzukommen, der, von dem sie stammt. Der weiß es bis heute nicht, dass sie von ihm stammt, weil jeder hat irgendwie einen Schlüssel von der Nachbarwohnung und irgendwann kam man daran. Jedenfalls haben wir die so hingestellt, das Video gemacht und gepostet und abgewartet, was passiert. Und natürlich, glaube ich, der 6., 7. Eintrag hat sofort irgendwie es drunter geschrieben und dann lahm das Ding seinen Lauf. Und die Idee war dann, dass eben, ich hatte sehr gute Anwälte, die sich mit dem Betäubungsmittelgesetz auskennen. Und die Idee war dann eben, dass meine Immunität aufgehoben wird, dass die Staatsanwaltschaft reagiert, hat sie dann auch. Dann haben die Berliner Grünen noch auf einem Landesparteitag mir symbolisch eine Pflanze überreicht. Mhm. Die wurde aber nur fürs Foto überreicht, nachher sofort wieder weggenommen, sodass es sogar zwei Verfahren am Ende gab. Die wurden dann zusammengelegt. Dann wollte die Staatsanwaltschaft wissen, wie viel ich verdiene, weil die sich offensichtlich auf einen Vergleich einlassen wollten. Und ich habe in der Antwort deutlich gemacht, dass ich mich auf einen Vergleich nicht einlassen werde, sondern die Gerichtsverhandlung möchte. Das heißt, du hast das Ganze provoziert. Du wolltest das. Ich wollte diese Gerichtsverhandlung, weil ich wollte, dass die Absurdität, dass Cannabisprodukte, ich bin selber Nichtraucher, also es geht mir nicht um den eigenen Konsum, sondern es geht mir darum. Hast du denn schon mal geraucht? Ich habe schon mal ausprobiert, ja, ist aber schon ein bisschen eine Weile her. Okay. Und ich habe das nicht eingesehen, dass Alkoholkonsum bei uns legal ist. Mit Alkohol kommen Leute ins Krankenhaus, ruinieren ihre Gesundheit, verprügeln ihre Frauen, Babys werden krank und so weiter. Also wir kennen die schlimmsten Auswirkungen. Das ist legal und das andere ist illegal. Das macht einfach nicht Sinn. Also da bin ich für eine Gleichbehandlung. Erwachsene ab 18 sollen selber entscheiden können, ob sie kiffen, ob sie Alkohol trinken, ob sie rauchen, was auch immer. Das ist ein sehr spannender Punkt. Übrigens ab 18, da lege ich sehr viel Wert drauf. In unserem Gesetzentwurf steht auch drin, in die Läden, wo für den Eigenbedarf verkauft wird, kommst du nur rein ab 18. Der Vorteil wäre, wir würden die Szenen voneinander trennen. Das heißt, die Szene,
der Drogenverkäufer, das wüsste man dann, die verkaufen das illegale Zeugs. Legales wäre staatlich kontrolliert in den dafür lizenzierten Geschäften. Zweiter Vorteil, wir wüssten, was drin ist. Das THC-Hochzüchten, das Beimischen von giftigen Sachen, könnten wir verhindern. Dritter Vorteil, wir hätten endlich Jugendschutz, weil ich meine, der Drogenhändler fragt nicht nach dem Personalausweis. Bei uns gäbe es Jugendschutz. Insofern wäre das gut. Und deshalb sind auch viele Polizisten, viele Staatsanwälte mittlerweile dafür, weil das auch deren Arbeit erleichtern würde. Das habe ich auch schon gesehen, wirklich. Dass ihr von der Seite auch Unterstützung habt. Jetzt wird mich bei der Debatte auf jeden Fall interessieren, was die Zuschauer zu Hause denken. Weil das ist ein Thema, das bewegt irgendwie jeden. Jeder hat irgendwo eine Meinung dazu. Also nutzt die Kommentarsektion, lasst uns gerne darüber diskutieren. Ihr habt jetzt ein paar Argumente dafür gehört und vielleicht gibt es auch ein paar Argumente dagegen. Wo steht ihr selbst? Jetzt habe ich auf jeden Fall verstanden. Das ist auch wichtig, dass es klar wird. Es geht hier nicht darum, dass man den Konsum verherrlicht. Jeder muss selber für sich entscheiden. Ideal wäre eine Welt, wo die Menschen keine Drogen brauchen, aber die Welt gibt es eben nicht. Und dann ist es, glaube ich, besser, als dass man das im Schwarzmarkt überlässt, dass man es eben staatlich kontrolliert und weiß, was man an wen verkauft und nicht einfach sagt, das regelt dann irgendwie der Schwarzmarkt, der übrigens da ein riesiges Geld verdient. Wir fördern die Mafia mit dieser Politik, wir fördern kriminelle Strukturen, organisierte Kriminalität. Also gerade als jemand, der für innere Sicherheit ist, kann man diese Drogenpolitik, wie wir sie gegenwärtig machen, nicht richtig finden. Und ich habe nur ein zweites Argument, nachdem ich dieses Video gemacht habe, also normalerweise als Politiker hast du viele Termine, manche vergisst du wieder und dann hast du das Nächste. Aber manche Sachen, die nimmst du mit in den Schlaf. Ich habe danach, kamen viele Leute zu mir, die, was weiß ich, ganz schlimme Gehirntumore hatten, unheilbare Krankheiten hatten, die schon bei allen Ärzten waren. Und die Ärzte haben denen gesagt, die harten Sachen, die abhängig machen und wahrscheinlich nichts bringen für deine Schmerzen, die kriegst du, die kosten ein Schweinegeld, das zahlt die Krankenkasse. Das, was dir helfen würde, Marihuana, was diese Nebenwirkungen nicht hat und dir konkret helfen würde, darf ich dir leider nicht verschreiben. Sowas nennt man unterlassene Hilfeleistung. Das hat Deutschland, das haben wir gemacht. Wir haben unterlassene Hilfeleistung für schwerkranke Menschen gemacht, über viele Jahre. Ich glaube, Gott sei Dank geht es jetzt, aber es ist immer noch viel zu bürokratisch, viel zu aufwendig, viel zu teuer, weil da natürlich auch welche eine goldene Nase verdienen wollen. Mhm. Ich finde es richtig, dass man jetzt insbesondere im medizinischen Bereich den Cannabiskonsum ermöglicht. Ja, nee, finde ich. Klingt alles ziemlich plausibel. Wie gesagt, ihr seid gefragt, lasst uns gerne darüber diskutieren. Ich habe jetzt verstanden, du wagst auch was. Also du bist jetzt kein Stubenhocker, sondern mit der Aktion hast du auf jeden Fall bist ein bisschen Risiko gegangen und scheinst und Gott sei Dank unter ein bisschen was verändert. Ja, wenn sich was verändert hat, dadurch umso besser. Unter den Politikern schätze ich dich jetzt einfach mal als einen der lockereren Typen ein. Aber wenn du ein lockerer Typ bist, warum bist du dann Politiker geworden? Weil wie gesagt, eingangs, die sind eigentlich so ein bisschen ernster. Ganz einfach, ich wollte mich nicht abfinden mit den Dingen, wie sie sind, sondern die Welt, in der ich lebe, die will ich mitgestalten. Wenn ich sie nicht mitgestalte, gestaltet sie jemand anders. Und das muss nicht unbedingt besser sein. Das muss nicht so sein, wie ich es mir gerne vorstelle. Das galt schon in der Schule. Ich bin irgendwann Klassensprecher, Schülersprecher geworden und habe mich versucht einzumischen in das, was bei uns in der Schule passiert. Und dann war es ein kurzer Schritt von dort eben irgendwann mal in die Grünen, die damals neu gegründet waren. Die Grünen waren damals anders, sahen nicht so aus wie ich jetzt heute hier auf der Sicherheitskonferenz. Ich muss die Gott sei Dank nicht tragen, es wird nicht kontrolliert. Okay. Ich habe die, weil ich nachher noch den österreichischen Kanzler treffe und ein paar andere, da sollen wir ja schon ein bisschen anständig aussehen. Aber wenn ich privat unterwegs bin, laufe ich auch nicht so rum. Also für mich ist das einfach was tun, damit die Welt, wenn ich sie meinen Kindern mal übergebe, die nächste Generation dran ist, in einem besseren Zustand übergeben wird. Oder um es noch konkreter zu machen, ich habe mich tierisch geärgert darüber als Jugendlicher, als eine Eisenbahnstrecke, wo ich mit meiner Mutter als kleines Kind fahren durfte, stillgelegt wurde. Weil alle anderen Parteien damals gesagt haben, Züge im ländlichen Raum braucht man nicht mehr, okay, weg damit, stilllegen, die Leute sollen Autos kaufen und wenn sie unbedingt was anderes brauchen, sollen sie halt Bus fahren. Und wir haben mit wenigen Leuten uns dafür eingesetzt, dass diese Eisenbahnstrecke, zumindest die Gleise, nicht rausgerissen werden. So, to make a long story short,
Jetzt fährt diese Eisenbahn wieder und sie wird jetzt gerade, während wir hier sprechen, wird sie Schritt für Schritt elektrifiziert mit Ausweichstrecken und vom Stundentakt geht es auf einen Halbstundentakt. Heute sind alle froh, dass die Gleise nicht rausgerissen wurden. Damals haben alle uns für verrückt erklärt. Und das zeigt, wenn du eine gute Idee hast, wenn du an etwas glaubst und du hast ein paar Mitverschwörer, die mit dir zusammen sagen, wir lassen uns auch mal auslachen, wir lassen uns auch mal irgendwie für Deppen erklären und du hältst an deiner Idee fest und versuchst, andere zu überzeugen, dann kannst du was verändern. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Satz. Das Schöne ist, wir leben in einem Land, wo das geht. Es gibt da draußen eine Menge Leute, die würden gerne in Deutschland leben, die würden gerne in der Demokratie leben. Und wir reden das schlecht, wertschätzen das nicht. Und dann gibt es ja diese Typen von der AfD, die Deutschland schlecht machen und am liebsten hier ein Putin- oder Erdogan-Regime hätten. Mhm. Und deshalb ist es wichtig, dass wir, die wir die Mehrheit sind, die wir daran glauben, dass du eine andere Meinung haben kannst, ich eine andere Meinung haben kann, dass deine Herkunft und meine Herkunft wichtig ist. Aber noch wichtiger ist nicht, wo deine Herkunft ist, sondern wo du hin möchtest. Jim, hast du so meine Karten geguckt? Weil ich hab hier noch eine Frage. Schau deine Augen dann. Ich habe hier eine Frage draufstehen. Das ist die nächste Frage. So, ich habe selbst Wurzeln aus Kamerun und du scheinst türkische Wurzeln zu haben, lege ich richtig. Ja. Hast du schon mal Diskriminierung oder Rassismus in irgendeiner Form selber erlebt? Die Frage ist, wie man es definiert natürlich. Also klar, ich meine, wir können ja anschließend nachher mal zusammen reinschauen, was da so bei einzelnen Reaktionen auftaucht. Da ist das ganze Programm immer dabei. Wobei bei mir das Schöne in Anführungszeichen ist, ich habe die deutschen Faschos und ich habe noch zusätzlich die türkischen Faschos. Okay. Und das will ich jetzt mal bei der Gelegenheit sagen, ihr seid euch alle ähnlich. Also die hassen sich ja untereinander auch. Die türkischen Faschos hassen die deutschen Faschos hassen die türkischen Faschos. In Wirklichkeit sind sie Brüder und Schwestern im Geiste. Also die Erdogan-Fraktion und die AfD-Fraktion sollten eine Fraktionsgemeinschaft des Hasses und des Irrsinns bilden. Die sollten die auch so nennen, Fraktion für Irrsinn und Hass. Und die gibt's. Und die gute Nachricht ist, die anderen, die das nicht sind, die sind in der Mehrheit. Die wollen uns aber das Gefühl geben, dass wir uns entschuldigen müssen bald dafür, dass wir die Mehrheit sind. Und das machen wir nicht. Ich merke, das ist ein Thema, was dich wahrscheinlich die letzten Monate schon sehr umgetrieben hat, wahrscheinlich sogar schon die letzten Jahre. Mich würde jetzt ganz spontan interessieren, was ist deine persönliche Position? Du hast es jetzt schon angesprochen mit der AfD. Sollte man mit der AfD reden? Sollte man diskutieren mit denen? Oder machst du das nicht? Gute Frage. Also ich finde, wer heute in der AfD Funktionär ist, das ist ja nicht mehr die AfD der Gründungszeit, die irgendwie gegen Europa waren und so, sondern ist die heutige AfD, ist eine, in deren Höcke in Thüringen nach Gerichtsurteil Faschist genannt werden kann. Und das ist in Deutschland schon eine hohe Hürde, dass man das jemandem sagen darf. Und der tut ja auch alles dafür, um seinem Ruf gerecht zu werden. Mhm. Ich denke da immer an meine alten Lehrer zurück in der Schule. Ich hatte großartige deutsche Geschichtslehrer, die haben mir beigebracht, wir haben in Deutschland eine tolle Meinungsfreiheit, auf die sind wir auch stolz drauf. Da darf man Sachen sagen, die können dich und mich sehr ärgern, das müssen wir aushalten. Aber es gibt eine rote Linie. Wer die Verbrechen des Nationalsozialismus in Frage stellt, wer in Frage stellt, dass zwischen 33 und 45 im letzten Jahrhundert schlimme Dinge passiert sind, schlimmste Verbrechen, wer die Würde des Menschen in Frage stellt, der steht für mich auf der anderen Seite der Barrikade. Und es ist meine Jobbeschreibung als Abgeordneter, dieses Land auch gegen die zu verteidigen, die es von außen oder von innen kaputt machen wollen. Und gegenwärtig haben wir in den Parlamenten Fraktionen von der AfD, die, wenn man so will, eine fremde Macht versuchen, das Putin-Reich hier aufzubauen. Ja. Und da ist mein Job, dieses Land zu verteidigen und dafür zu sorgen, dass die sich nirgendwo durchsetzen. Das kaufe ich dir ab. Das kaufe ich dir ab, dass du den Job sehr ernst nimmst. Darauf jetzt kannst du einlassen. Jetzt müssen wir dieses Spiel einmal umdrehen, weil wir mit diesem Format hier auch Brücken bauen wollen zwischen euch als Politikern und uns als jüngeren Menschen. Und deshalb hast du jetzt die Möglichkeit, uns, und ich stehe jetzt einfach mal repräsentativ für uns, eine Frage zu stellen. Vielleicht geht es um Social Media oder was wundert dich immer, warum wir so ticken? Also ehrlich gesagt habe ich eine Frage, die mich wahnsinnig beschäftigt. Das ist, und ich hole mal ein bisschen aus, in Amerika hat der Trump die Wahl gewonnen und in Großbritannien hat Brexit die Mehrheit gehabt. Und meine Freunde in Großbritannien und in den USA, das sind natürlich Leute, die ähnlich ticken wie ich, für die die Herkunft, die Hautfarbe, das Geschlecht keine Rolle spielt. Sondern wichtig ist, ist es ein cooler Typ,
ist es eine coole Lady oder nicht, ja. Das spielt die Rolle. So, jetzt haben wir aber festgestellt, da gibt es noch eine andere Realität, die kennen wir gar nicht, mit denen reden wir nicht, mit denen sind wir nicht zusammen, mit denen verbringen wir nicht unsere Freizeit. Mhm. Und wenn die wählen gehen und einen Grund haben, wählen zu gehen, und Trump hat ihnen einen Grund gegeben, dann können die auch mal eine Mehrheit haben. Ja. Und in Großbritannien war es genauso. Und auf einmal hat Brexit eine Mehrheit, die jungen Leute gehen nicht so häufig wählen, die Älteren sind wählen gegangen und das Schlimme ist passiert. Das sollte uns in Deutschland ja nicht passieren. So, wie finden wir was? Das ist auch eine Frage Richtung soziale Medien, Online-, Offline-Diskurse, wo Leute zusammenkommen und in einer zivilisierten Art und Weise, ist ja entscheidend, weil es nützt ja nichts, wenn du mich anbrüllst und ich dich anbrülle, mhm. sondern wie wir einen zivilisierten Diskurs in Gesprächen bekommen, weil das ist das Schlimmste, was gerade passiert, dass alle in ihren Bubbles sind und sich gegenseitig bestätigen. Das gilt natürlich, wenn man ehrlich und selbstkritisch ist, in gewisser Weise ja auch für uns, die liberal denkenden Leute, die wir uns ja auch mit like-minded people unterhalten. Das zermürbt mich, wie wir das hinkriegen. Das ist zum Beispiel nicht nur ein Problem jetzt auf Deutsch, das ist natürlich auch ein Problem in der türkischen Community. Du hast die Türken, die Kurden, die Erdogan-Gegner, die Erdogan-Befürworter. Man redet nicht mehr miteinander, man hört sich nicht mehr zu. Mhm. Man weiß schon vom ersten Satz an, wo die andere Person hingehört. Und das ist für eine Gesellschaft nicht gut, wenn wir eine Gesprächslosigkeit haben. Weil das ist natürlich super für die Fanatiker. Die saugen Honig draus. Und wir müssen Interesse daran haben, dass wir die, die wir noch nicht verloren haben an den Fanatismus, wie wir mit denen ins Gespräch kommen. Offene Art und Weise natürlich, die sagt, wir brüllen uns nicht an, wir hören uns an, wir lassen uns ausreden und wir gehen, ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Es gibt so einen tollen Philosophen, der heißt Gadamer, der hat mal gesagt, die Voraussetzung fürs Gespräch ist auch, dass du Recht haben könntest und nicht Unrecht. Weil wenn das nicht so ist, macht das Gespräch gar keinen Sinn. Ja, das ist absolut plausibel, war jetzt zwar noch keine Frage, die ich jetzt für dich beantworten kann, aber trotzdem ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Wir kommen jetzt zu unserem Fragenhagel. Das bedeutet, du musst relativ flott antworten und könntest du für mich ganz kurz zusammenfassen, was ist für dich dein wichtigstes Ziel 2020? 2020, wenn es kurz sein soll, Erhalt der liberalen Demokratien und Erhalt des Planeten, des Klimaschutz. Okay, super. Jetzt musst du noch einen Satz vollenden. Die AfD ist keine normale Partei. Das sind keine Kollegen, das ist nichts, mit denen man normal zusammenarbeitet. Okay, und wenn du jetzt ein Wort nennen müsstest, ein einziges Wort, ich sag's nochmal, ein Wort, das dich am besten beschreibt, welches ist das? Freiheit. Cem Özdemir steht für Freiheit und ja, Freunde, ich weiß nicht, ich finde, das war ein sehr nettes Gespräch mit dir. Du hast es sehr, sehr gut gemacht und jetzt seid ihr gefragt. Was denkt ihr zu dem, was Cem gerade von sich gegeben hat? Wir haben die Hanfpflanze besprochen, wir haben auch über Rassismus und Diskriminierung gesprochen und einen Rechtsruck in Deutschland. Was sind eure Meinungen dazu? Schreibt es gerne in die Kommentare und wenn ihr irgendwas postet auf Twitter oder auf Social Media, nutzt den Hashtag EuroMSC 2020. Cem, vielen, vielen Dank, dass du dabei gerne. Warst. Ich danke. Und jetzt hat Spaß dürfen gemacht. Wir nochmal winken. Ciao. Macht's gut.